immer wieder schön fürs Team zu tun. Du weißt auch, das Team steht hinter dir. Und ja, wir waren auch gerade in Tokio eine super Truppe, haben uns super verstanden und das hat einfach Spaß gemacht. Ich bin Philipp Herder, 29 Jahre alt, komme aus Berlin und turne am Bundesstützpunkt Berlin. Ich turne seit mehr als 20 Jahren mittlerweile, habe damals in der ersten Klasse angefangen, wurde beim Schulsport gesichtet, mir wurde ein Schnuppertraining empfohlen und es hat mir halt sehr viel Spaß gemacht und da bin ich halt dran geblieben. In 2010 bin ich am Boden gestürzt, auf den Nacken gefallen und habe mir dabei die Bandscheibe zerstört, zwischen 5. und 6. Halswirbel. Ich musste operiert werden und ja, es war nicht einfach. Ich hatte eigentlich den Sport schon an den Nagel gehangen, habe für mich natürlich ein bisschen weiter trainiert, just for fun, aber ich hatte keine Ambitionen mehr, irgendwie nach oben anzugreifen oder so. Dann hat mich aber mein ehemaliger Trainer, Herr Ankert damals, der hat mich zurückgeholt, der hat gesagt, ja komm doch einfach morgen um 7.30 Uhr in die Halle, fang wieder an. Du warst ja relativ talentiert und dann habe ich mir das durch den Kopf gehen lassen und habe gesagt, na klar, warum nicht? Und dann bin ich am nächsten Tag um 7.30 Uhr hier in der Halle erschienen und habe wieder angefangen. Und bis heute bereue ich es nicht. Ja, einmal das lange Corona-Jahr, das war natürlich schwierig, weil man ein bisschen ins Leere trainiert hat. Man wusste nicht, finden die Spiele jetzt statt, finden sie nicht statt. Und es war halt, das Ziel war nicht direkt vor Augen, das war halt sehr schwierig. Aber ich habe es gemeistert. Dann waren natürlich die Qualifikationshürden, die auch nicht ganz so einfach waren, weil ich nicht optimal geturnt habe. Aber es hat am Ende gereicht und in Tokio dann hat es ja perfekt geklappt.